Ja, in wenigen Tagen Oberbürgermeisterwahl in Dresden. Es gibt ja 6 Kandidaten in der Stadt, einer davon Markus Ulbich. Wir haben uns im Zoo getroffen. Das ist einer Ihrer Lieblingsorte. Warum ausgerechnet der Zoo? Als Kind bin ich schon selber hier gewesen. Dann als Vater von 4 Kindern sind wir regelmäßig mit unseren Kindern im Zoo gewesen. Und wer selber Kinder hat, weiß, welche Freude sie haben, gerade hier im Dresdner Zoo zu sein. Und mittlerweile als dreifacher Großvater ist es wieder ein Ort, wo ich hergehe. Und aus dem Grunde gab es für mich eigentlich keine perfektere Wahl. Warum sind Sie der ideale Oberbürgermeister für die Stadt Dresden? Ich habe 17 Jahre kommunalpolitische Erfahrung, habe verschiedene Stationen innerhalb der Kommunalverwaltung absolviert, war davon dann 8 Jahre Oberbürgermeister in Pirna, bin dann nach Dresden gewechselt, bin jetzt fast 6 Jahre Innenminister, habe damit auch als Kommunalminister Einblick in sehr viele Kommunalverwaltungen. Und dieses ganze Wissen möchte ich natürlich einbringen. Und deshalb kann ich mit den kommunalpolitischen Erfahrungen einerseits, andererseits aber auch mit der Erfahrung, große Verwaltungen zu führen, sicherlich einen guten Beitrag leisten, dass sich Dresden auch in Zukunft richtig gut entwickelt. Wen wählen Sie am 7. Juni? Am 7. Juni wähle ich den Landrat. Den Landrat des Landkreises Sächsische Schweiz. Wenn Sie erfahren, dass Sie die Wahl gewonnen haben, was machen Sie just in diesem Moment? Dann mache ich bestimmt einen riesigen Freudensprung und würde meine Frau umarmen. Wir haben bei Radio Dresden den Slogan, man sieht es auch auf dem Mikrofon, wir lieben Dresden. Warum lieben Sie Dresden? Dresden ist eine so tolle Stadt und hat ganz großartige Menschen. Und die Entwicklung Dresdens, auch in die Zukunft projiziert, die ist toll, ist eine Großstadt, die Menschen anzieht, die aber auch noch Flächen innerhalb des Stadtgebietes hat, wo also Stadtentwicklung noch gestaltet werden kann. Und das gemeinsam mit den Dresdnerinnen und Dresdnern zu machen, das ist eine ganz tolle Herausforderung. Vielen Dank, Markus Ulbich, ein Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl am 7. Juni in Dresden.